lieber viel, nie mehr gut gefielen, denn ich weiß, dass sie sich schämen würden, auf mein Wohnzimmer Tisch zu würgen, doch mein neuer Jürgen lässt sich dann nicht beherr. Und ohne jede Wohnung schon, höre ich Gläser klären, Sachen krachen, die Lampen wanken und höre etwas schon, lautes Lachen und ab auf, leise Boden, dann hält mich für die Joken und auch ganz andere Show. Na, das Ding in mir gewogen. Und wenn ich ihn dann rausschicke, krieg ich Sub of Stick, denn egal bei welchem Wohnort, er erst mal vom Balkon droht und Stunden später wach, krieg die Augen rot im Nachtlicht, aber das Fingeln ist beachtlich, also bitte lach nicht. Alle Leute finden süß, weil er so scheckig ist, doch riech mal erst am Plüsch, wenn er den fleckig pisst, dann dreckig ist das wirklich. Wer's nicht glaubt, der ehrt sich, von wegen dagegen im Kassenstreu, da muss wohl die Matratze neu, die Mädels sind wie spatzenscheu, obwohl sie wie ein Nässen, sie fletschen ihr Gebiss, doch wo Wasser haben sie Schiss, ist nicht der Sand und sicher, dafür haben die Viecher echt Rieche. 100, das wäre zu wenig, mag ich eh nicht. Ich könnte einen dicken Kloß für meinen schicken Schuss, wo ordentlich was dran. Es macht nichts, wenn das kein Lamm ist. Vielleicht eher Richtung Hotdog, doch am Thema leicht vorbei. Hab Bock auf den letzten Schrei, mehr so itzi bitsi mitsubishi mushi sushi. Einige sagen schämlich, die anderen finden's dämlich. Doch ich anders nämlich. Manche von euch geht's ähnlich. Mach die Schose, bin gespannter. Nur von Rosa oder Panda, der die Cola oder Panda. Denn ich will jetzt noch nicht von gestern lästern oder mich im Wahn im Schreitern festfahren, da ich nie von meiner Abi-Hack-Tick. Schreib für so eine Ladung Frischfleisch. Ja, ich lass mich nicht mehr stressen. Die Sache wär gegessen. 7 Kilo Karte waren mir 14 Pfund zu viel. 7 Kilo Karte. 7 Kilo Karte. Yeah.